endlich mal ehrlich sein? Bei wem? Denn Ehrlichkeit hat ja immer etwas damit zu tun, wem gegenüber man ehrlich ist. Und da würde ich zunächst mal sagen, gleich zu Beginn, vor allem sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Ich habe ja schon einige Artikel über die Gewissenhaftigkeit gemacht. Und bei der Gewissenhaftigkeit geht es gerade darum, ehrlich zu sein, die andere Möglichkeit ins Auge zu fassen, das andere, das in uns wirkt oder mit dem wir verbunden sind, zum Zuge kommen zu lassen, also auch dann die Ehrlichkeit. Und ehrlich zu sein ist gerade in einer Welt, in der es immer wieder um Fassaden geht, in der es darum geht, sich einen Anstrich zu geben, zu argumentieren, vielleicht sogar beliebig zu werden und alles Mögliche so hinzuziehen oder zu verziehen, gerade so, dass man nicht mehr auf die Ehrlichkeit kommt, also auf das so Wichtige, dieses, um was geht es eigentlich und was ist das Wichtige? Was ist das Entscheidende? Das hat mit Ehrlichkeit zu tun. Also sich einzugestehen, ein Eingeständnis zu machen, wie es zum Beispiel in diesen Schritteprogrammen immer wieder der Fall ist, wo man ein Eingeständnis macht und sich nichts vormacht und eben diesen fassadenhaften Anstrich hat, sondern tatsächlich den Dingen ins Auge blickt und zu sich selber notfalls ehrlich ist und das auf jeden Fall zu sich selbst ehrlich ist, bevor man das vielleicht auch anderen Menschen mitteilt und diese Ehrlichkeit korrespondiert oder im Dialog bespricht. Darum geht es. Also die Ehrlichkeit an sich, die ist wichtig. Was ist eigentlich los? Um was geht es eigentlich? Und das in einer Welt, die immer mehr Beliebigkeiten parat hat, die immer mehr Argumentationswege hat, die ich mache mir was vor oder muss den Weg nicht gehen, ich muss es mir nicht unbequem machen, ich mache es mir leicht und gehe dann so einen leichten Weg und ja, mache anderen Menschen was vor, mache mir selber was vor, bin aber nicht ehrlich in dem Sinne, was mich eigentlich bedrückt oder was mich in der Welt schief dastehen lässt, problematisch darstellen lässt, weil ich einfach nicht den Mumm habe, ehrlich genug zu sein, um was es geht. Und die Ehrlichkeit ist immer etwas, was einen befreit. Ehrlichkeit befreit dich. Und sie befreit dich vor allen Dingen, wenn du dir gegenüber ehrlich bist. Also wenn du deiner Gewissenhaftigkeit dann folgst, das könnte jetzt auch eine Folge sein, Wege der Gewissenhaftigkeit Nummer, ich weiß nicht, 3 oder 4, ist egal. Und dir folgst und sagst so, ich bin ehrlich mir gegenüber gewesen, weil es ist natürlich nicht immer gut, es jemanden mitzuteilen und jemanden daran teilhaben zu lassen, weil Menschen können das Vertrauen brechen, das du ihnen gegenüber hast, das du vielleicht naiverweise hattest ihnen gegenüber und können das in den falschen Hals bekommen und daraus Gott weiß was schmieden. Also bleib dir die Ehrlichkeit dir gegenüber immer wieder. Meinetwegen in der Form, dass du dir das eingestehst und darüber ein Selbstgespräch hast oder ein Tagebuch führst oder es auch anders verarbeitest, aber das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ganz entscheidend. Und wenn dann noch jemand hinzukommt, bei dem du spürst, dass sie oder er deine Ehrlichkeit verträgt und damit umgehen kann und dich nicht belehrt oder unterjocht oder sonst was aus dir macht, im Sinne vielleicht auch eines positiven Engagements, um dich retten zu können oder helfen zu wollen, ja, dann ist es gut. Also diese Vertrauensperson wirklich da ist, dann ist das gut. Und eine Vertrauensperson wird wahrscheinlich eher in deinem Leben auftauchen, wenn du dir selbst vertraust und du dir selbst gegenüber ehrlich bist und engagiert bist und wahrhaftig bist, als eben, wenn du das nicht bist und auf jemand hoffst, der dich da rettet und dem du dich mitteilen kannst. Insofern ist diese Frage, wem teile ich mich mit, etwas ganz Wichtiges. Wo ist wirklich Vertrauen? Und wo aber eben auch das Vertrauen dir selbst gegenüber und damit die Ehrlichkeit. Also dieses, ich nenne es mal gerne nochmal diesen Begriff Eingeständnis. Diese,
wie die auch sagen, Kapitulation. Kapitulation ist ein krasser Begriff, es muss ja nicht Kapitulation heißen, aber eben doch Ehrlichkeit. Eingeständnis, ich gestehe mir ein, das ist ein Problem. Ich gestehe mir ein, dass ich ein Problem habe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich gebe es zu, ohne mich voreilig zu entschuldigen und Ausreden zu suchen und Ausreden zu suchen und Ausreden, Ausreden, Argumentationen, also wie es Advokaten zugebilligt wird, Advokaten, Winkeladvokaten, wie wir es auch nennen mögen, die eben die Wahrheit verbrämen und zerren und alles Mögliche draus machen, aber die Wahrhaftigkeit, die uns wirklich befreit und die uns zufrieden macht, nicht bedienen. Das ist dann ein Problem. Insofern ist Ehrlichkeit immer wieder eine wichtige Herausforderung.